die Reihenfolge für Online-Werbung, für Online-Marketing im B2B-Neukundengewinnung High-End-Segment ist also wie folgt. Im organischen Bereich LinkedIn, YouTube, Shorts insbesondere, alles was LinkedIn zu bieten hat, das heißt Blogbeiträge, Posts, Videos, Karussells, PDFs etc. pp., Gruppen und so weiter und so weiter. Die Profile deiner Mitarbeiter und so weiter, Influencer. Punkt. Das war's. Ich würde organisch auf Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest, wie sie alle heißen, gar nichts machen. Eventuell ein paar Reposts auf Reddit und that's it. Full stop. Das war's. Für bezahlte Werbeanzeigen sieht das Ganze ganz ähnlich aus in der folgenden Reihenfolge. LinkedIn, Google-Suche in Kombination, wenn du nicht genug Budget hast, dann nur Google-Suche in Kombination mit YouTube-Ads und dann für Remarketing-Purposes eventuell ein bisschen Facebook, das ist dann gleichzeitig auch Instagram. Punkt. Das war's. Okay, warum? Weil du heutzutage mit zum Beispiel der Performance-Max-Kampagnen, Typen, also generell Google bietet mittlerweile so dermaßen geile Kampagnentypen, dass du eigentlich nichts anderes mehr benötigst. Du deckst damit wirklich so ziemlich alles ab. Also da musst du schon viel, viel Budget haben, dass sozusagen Google nicht mehr ausreicht, wo du dein Budget platzieren könntest. Okay? Und LinkedIn ist letztendlich abzuwägen auf den Einzelfall. Ja, da müsste man nochmal genau ganz tief graben, wie viele Daten hat man schon, die man eventuell auf LinkedIn draufladen könnte, auf der Basis dessen, dass man letztendlich auch dort vernünftige Werbeanzeigen machen kann. LinkedIn ist ein sehr, wie soll ich sagen, relativ verhältnismäßig teures Pflaster. Man kann natürlich auch relativ kostengünstig YouTube-Werbeanzeigen schalten. Letztendlich sind wir aber hier wieder in dem Bereich, wie ich schon zuvor in meinem Video oder in meinen vielen Videos auch erwähnt habe, wieder in dem Bereich Ads, Display-Ads, das heißt Push-Marketing, ja? Hallo, ihr kennt mich noch nicht, ich habe die Lösung für dich oder du weißt noch gar nicht, dass ich die Lösung für dich bin und so weiter. Ja, oder du weißt noch gar nicht, dass du das Problem hast, also noch weiter vorne im Kaufprozess. Google-Suche hingegen in Kombination mit YouTube ist auch die zweitgrößte Suchmaschine. Nebenbei bemerkt, auch kann man das auch als Display verwenden. Wie gesagt, das ganze Google-Universum ist mittlerweile wirklich absolut mächtig. Da gibt es dann noch andere. Man kann es dann ausweiten auf das komplette Display-Netzwerk von Google. Also das ist wirklich, da hast du bis zum Werbebudget für Online-Marketing allein, nur Werbebudget von 100.000 und weit darüber hinaus, bist du bei Google immer noch ganz gut aufgehoben. Du kannst natürlich das kombinieren mit LinkedIn. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass nicht alle Entscheider, die theoretisch ein Profil haben, also die ein Profil haben praktisch, sind theoretisch auch auf LinkedIn permanent drauf. Ja? Das heißt, es gibt dort eine immense Anzahl von inaktiven Profilen, weil die Leute einfach keine Zeit haben. Ne? Die haben sich da irgendwann mal ein Profil gemacht und machen aber nichts. Ein weiteres Beispiel ist, also von den, ich glaube, knapp 800 Millionen Usern, die LinkedIn aktuell hat, ja, sind wir ungefähr bei 5%, die da Content irgendwie posten die ganze Zeit. Und das sind in der Regel nicht die Entscheider, weil die haben für sowas gar keine Zeit. Ja? Das heißt, die da ständig online sind, sind meistens irgendwelche anderen Marketer, die irgendwas verkaufen wollen. Ja? Okay? Also, Google ist das Mächtigste, LinkedIn natürlich auch, aber in Kombination muss man richtig anwenden. Und dann funktioniert das Ganze auch, was Online-Marketing betrifft. Wie gesagt, aber nur im Verhältnis 80-20 würde ich sagen, 70-30, irgendwie sowas um den Dreh rum, weil der Kern des Vertriebs nach wie vor im B2B-High-End-Segment, wo wir ja zu Hause sind, immer noch Oldschool ist, Telefonie, E-Mails schreiben, Teams-Calls etc. pp. Oder auch direkte Messages, wenn du halt mit jemandem connected bist, auf LinkedIn, wo du auch weißt, der ist da, kannst du natürlich mit ihm auch direkte Messages machen.
Aber ich kann dir nur versprechen, viele Profile sind nicht aktuell, nicht gepflegt, ja, und sozusagen keine aktiven User. Und insbesondere hoffe ich diejenigen, die du sehr gerne als Kunden hättest, ne? Weil die einfach dann meistens auch die beschäftigten Leute sind, die beschäftigten Entscheider mit viel Verantwortung, die durchgetaktet sind den ganzen Tag, die werden sich dann nicht nur irgendwie hinsetzen. Ja, also ich habe zum Beispiel einige Kontakte, die ich sehr gut kenne seit vielen Jahren, und wenn ich die telefonisch erreichen möchte, dann muss ich immer bis abends um 8 warten, wenn sie im Auto sitzen auf dem Heimweg. Weil danach sind sie mit der Familie nicht erreichbar, davor sind sie beim Arbeiten und auch nicht erreichbar. Ja, also nur mal so eine kleiner Hinweis, die richtig sagen wir mal, Premium-Kontakte, die ja auch was bewegen können, auch Projekte, Budgets größer ja, als 100.000, und das ist ja letztendlich, oder weit größer auch als 100.000, das ist ja eben genau das, was wir wollen, und um einfach einen großen Lifetime-Value zu erzeugen, damit sich letztendlich das gesamte Ding, ja, dein gesamtes Geschäftsmodell als Softwareentwicklerbude oder Experte, egal in welchem Bereich, ob individuelle Lösungen, Schnittstellenprogrammierung, Apps, SAP, Oracle, Adobe, egal was du machst, PIMCore, Qualcomm Media oder was auch immer, letztendlich erfolgreich skalieren kannst, also erfolgreich aufbauen kannst, Wachstum erzeugen kannst, nachhaltiges Wachstum, und ja, in diesem Sinne. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen Daumen hoch für dieses Video, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Thomas Klein. Achso, ja genau, wenn du natürlich auch Bock hast, dass wir für dich hier eine, also Telefonakquise operativ dich unterstützen. Du siehst hier hinter mir, wo die Leute normalerweise sitzen. Die meisten wollen leider nicht aufgenommen werden. Deswegen sitze ich hier auch und wollen auch nicht gestört werden. Und deswegen sitze ich ja auch am Sonntag, und deswegen, ja, aber hier zum Beispiel in so einem sehr, 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 sehr etwas geschlossener Bereich, ja, und hier wird auch nicht gestört und so weiter, und hier wird sogenannter Biz-Mode erzeugt, ne? Also letztendlich, du kennst es ja auch von Dirk Reuter, hier wird dann letztendlich durchtelefoniert von 9 bis 12 und dann nochmal von 1 bis 4, 5 Uhr sowas rum. Meistens sind dann schon die Showfix-Calls und so weiter. Wir haben jeweils täglich von 8 bis 9 Showfix-Calls und dann ab 4.30 Uhr diverse Showfix-Calls bis abends, teilweise 17.30 Uhr, 18 Uhr, und an manchen Tagen dann ganz krass noch ein bisschen länger, aber das ist so unser, und dazwischen wird permanent gearbeitet. Eine kurze Mittagspause, im Idealfall eine halbe Stunde. Wenn jemand eine Stunde braucht, kann ich ihn die nicht verwehren. Ich habe mir das angewöhnt, schon vor langer Zeit mittags nicht groß zu essen. Also hier gibt es auch Kantinen und so weiter, aber weil das mich so unfassbar runterzieht. Ich weiß es noch damals, wie ich jung war und selber im Telesales Center mal gearbeitet habe, eine Weile, ein paar Jahre. Da war es halt so, dass ich letztendlich immer dann mittags fett essen gegangen bin. Da war ich auch noch jünger, hat noch vielleicht noch mehr gebraucht irgendwie. Und dann war es halt so, dass ich immer irgendwie so 2 Stunden gebraucht habe, bis ich wieder da war, richtig. Und in den 2 Stunden, da musste ich mal damit kämpfen, dass ich nicht irgendwie eingepennt bin, ne? Weil einfach ich einen relativ, sagen wir mal, niedrigen Blutdruck habe. Also ich habe, glaube ich, 60, 80 oder sowas, also einen extremst niedrigen Blutdruck. Also andere Menschen würden da wahrscheinlich einfach tot umfallen. Und das ist natürlich, wenn man dann dem Kreislauf halt dann da so viel zu arbeiten gibt und der Darm, der ganze Verdauungstrakt und so weiter, das nimmt dem Körper, wenn er voll ist, bis zu 80% seiner Energie. Ja? Also der Darm und der Kopf, das sind die zwei, die halt am meisten Energie saugen. Ja? Wenn du klar bleiben willst im Kopf, dann musst du dem Darm sozusagen nicht so viel geben. Ja? Okay. Also das ist so ein kleiner Tipp am Rande. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Ciao, ciao.